Da ist mir doch gerade tatsächlich die SD-Karte vollgelaufen. Hatte nur noch 8 GB frei. Ja. So, mein Task möchte schließen. So. Wartet kurz. So, dann sind wir wieder zurück. Jetzt ohne Taskmanager im Hintergrund. Und jetzt sollten auch keine Flackereffekte auftreten. Das war halt unser Windows damals so ein Problem, wenn du ein Fenster offen hattest, während das Spiel lief. Dadurch, dass das Spiel exklusive Bildschirmrechte erwartet hat, wenn dann andere Fenster versucht haben, was zu zeichnen, hattest du immer so eine Grafikglitches. Jetzt habe ich auch die Maus hier gerade im Bild, sehe ich gerade. Was ist denn da schon wieder los? Die Maus ist ja weg. Danke. Ja, wie gesagt, das war damals so ein Spiel, was ich super gerne gespielt habe, aber... und wie gesagt, das läuft hier drauf wunderbar. Können wir mal hier beenden an der Stelle. Wie gesagt, nennt sich RPM-Tuning. Und das war auch, das war so der ausschlaggebende Faktor, weswegen ich einen Retro-Laptop haben wollte. Weil das Spiel läuft leider nicht unter Wine. Deswegen brauche ich ja wirklich eine Windows XP-Maschine. Und deswegen dachte ich mir gleich, den Laptop hatte ich noch rumliegen. Und der ist dafür halt ideal geeignet. Sonst, wie gesagt, habe ich auch noch diverse andere Spiele halt. Train Simulator, Mindtest, halt auch die ganze Moorhound Collection und das kann ich halt alles hier mitspielen. Aber da werde ich dann nochmal separate Videos zu machen, wenn da Bedarf besteht. Beziehungsweise ich kann einfach mal hier kurz Train Simulator anwerfen. Damit ihr auch seht, was man damals so gespielt hat. Der kommt weg hier. Immer diese Intros. Ich hätte mal vor den ganzen Aufnahmen meine SD-Karte aufräumen sollen. Ne? Hab gar nicht gemerkt, dass die SD-Karte schon so voll war. So, Fahren eines Zuges, Start. Wenn es schnell gehen muss. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr die Steuerung von Train Simulator. Wie war denn das? Erstmal muss man hier die Zugbremse lösen. So, haben wir schon mal ausgelöst. Jetzt hier den Richtungswendler auf vorwärts. Jetzt die Gänge reinschalten und beschleunigen. Und laut Adam Riese sollten wir uns jetzt in Bewegung setzen. Und wie ihr seht, wir fahren. Ich gehe mal kurz in die Außenkamera. Ja, sehr geil. Ja, also man sieht, auch das funktioniert auf dem Laptop wunderbar. Deswegen, also es ist ein wunderbares Retro-Gaming-System, wenn man so möchte. Und das ist halt auch genau das, was ich halt wollte. Und deswegen ist das so mein Lieblings-Laptop, wenn es um Retro geht. Und ja, dementsprechend, auch typisch für XP. Wenn man ein Spiel beendet hat, muss man erstmal sich wieder alle Icons aufbauen. Man sieht da oben schon ganz langsam, wie sich jetzt die Icons wieder aufbauen. Ach, typisch Windows XP. Ja, dann war es das auch mit dem Laptop. Wie gesagt, man merkt also, wunderbar, wunderbärchen. Ich weiß gar nicht, habe ich schon die technischen Eigenschaften gezeigt? So, ich blende hier nochmal ein. Ah, Intel Pentium M, 1,6 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher, XP, Service Pack 3, das inoffizielle Service Pack. Warum habe ich die für Mikro zu nur registriert? Naja, ich hatte wohl Langeweile. I don't know. Gut. Das auf jeden Fall zu dem Laptop. Und damit sind wir auch die Retro-Schiene soweit erstmal durch. Und dann würde ich mal sagen, hat sich damit... Ja, was ist damit erstmal? Na, Auto geht auch. Und wie gesagt, wenn ihr... vielleicht mache ich auch nochmal Dedicated Let's Plays auf dem Ding, indem ich dann da die Capture-Karte anschließe und dann das Ganze über OBS aufnehme. Wie gesagt, natürlich dann nur Full HD, wobei das Video trotzdem 4K sein wird, einfach wegen Qualität. Aber ja, das ist dann für leicht, mache ich das mal, wenn ich Bock drauf habe und ihr es euch so sehr wünscht. Ansonsten, ja. Ja, das zu dem Prachtstück. Wow, das ist sogar ein Vierteiler jetzt geworden, ne? Sind das vier Teile bei dem Video, bei dem Laptop. Naja, von daher, bis dann.